Grüße Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, für euch relativ früh oder spät. Für mich auch ein bisschen merkwürdig, weil ich das eigentlich gestern Nacht noch machen wollte. Also, ja gut, grundsätzlich ist für mich noch mitten in der Nacht, auch wenn ich da eigentlich wach bin. Aber ich habe da meine Körperintelligenz gefragt und die hat gesagt, nein. Also du legst dich jetzt erstmal hin und habe das dann eben auch gemacht. Hab dann den Lichtweltverlag noch vorgelesen und mir gedacht, der inspiriert mich. Und so war es dann auch. Also ein bisschen soll ich heute über Kindheit sprechen. Ja, das habe ich auch nochmal gerade abgefragt. Und ja, ansonsten war das Wochenende wirklich sehr verschlafen bei mir. Vor allem ja, häufige Schlafphasen. Also Menschen, die mit mir Kontakt haben, denken, ich bin immer wach. Ja, weil die nicht kapieren, ja, wenn der mal 3-4 Stunden nicht da ist, dann ist das für sie so, ja, der muss ja wach gewesen sein oder wach geblieben sein. Ja. Aber in Wirklichkeit habe ich geschlafen. Und so ging das ganze Wochenende lang. Das ist ganz spannend. Ja. Gerade eben hat auch mein Mikrofon wieder ein bisschen gefiept. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt müssten eigentlich Portaltage sein. Aber Portaltag ist erst am 29. und am 30. März. Ja. Der letzte war am 22. Aber zumindest durfte ich durch das Pfeifen meines Mikrofons, ja, da muss ich dann immer meinen Vorverstärker aus- und wieder einschalten, damit es weg ist, durfte ich zumindest jetzt darauf aufmerksam werden und euch darauf aufmerksam machen, dass morgen und übermorgen ein Portaltag ist. Ist doch auch wunderbar, ja. Ja, und das mit dem Vergessen, da sind wir ja genau in dem Text und wie unfair das eigentlich ist, ja, was wir alles nicht mehr wissen. Und dass die Jahre von 0 bis 7 dazu da sind, um vollständig zu vergessen. Ja? Also hier wird es nochmal genau gesagt, jeder neue Körper passt sich in den ersten Lebensjahren dem Bewusstsein der Seele an. Dein geistig-seelisches Bewusstsein wird im Gehirn, den Nervenbahnen und im Herzen integriert. Auf diese Weise reifst du bis zum Alter von 7 Jahren zum vollständigen Menschen heran. Das ist auch spannend, dass jetzt, wenn ihr, so, ja, also, wenn sie zu jung sind, dürft ihr es nicht machen, aber so knapp vor 7, so mit 6,5, könnt ihr eurem Kind sagen, mit dir rede ich gar nicht, du bist gar kein vollständiger Mensch. So, was? Ja, macht das mal nicht. Aber spannend, ja. Und was eben auch sehr spannend ist, dass ich mich an diese alten Sachen, die damals waren, kaum erinnere. Ja? Und hier geht es aber weiter. Dann bist du bewohnt und belebt und dann beginnst du damit, deine Seelenaufträge zu leben. Ja? Das finde ich spannend, dass ich ab 7 meine Seelenaufträge angeblich lebe. Ja? Und dann kommen wir vielleicht auch zur Definition von Seelenaufträgen. Gut, die Jahre von 0 bis 7 sind die Eingewöhnungs- oder Anpassungsjahre eines Menschen. Danach beginnt das große Vergessen. Das ist eigentlich der Punkt, den ich sehr interessant finde. Jetzt hört ihr draußen schon ein bisschen die Vögel zwitschern. Und damit beginnt dein Leben auf dieser Welt. Jeder Mensch hat sich sein Leben genau ausgesucht. Also, ja, da kommt dann das Übliche, was sicher auch wichtig ist, dass wir uns eben, ja, alles ausgesucht haben. Die Eltern, die Geschwister, Land, Ort, Kultur, Religion, ja. Weswegen man, und das kam sofort auch bei mir dann rein als Gedanke, ja, also, wenn ihr, ich weiß ja, dass es viele Patrioten gibt in Deutschland, ja, und dass das auch eine gewisse Schnittmenge gibt zwischen, ja, Menschen, die dieses Land lieben, und Spiritualität, ja, das ist auch alles gut so, nur man sollte sich auch immer im Klaren sein, dass man nicht Deutscher ist, ja, egal wie sehr ihr dieses Land liebt, ihr seid keine Deutschen, ja, das seid ihr nicht und so geht ja der Text dann auch weiter und so endet er auch, dass es im Prinzip bei allem, was wir erleben und machen, darum geht, zu erkennen, dass wir nicht unser Körper sind. Und das ist stellvertretend dafür, dass wir auch nicht diese Inkarnation sind. Ja, in dieser Deutlichkeit. Wir sind nicht das, was wir gerade erleben. Wir erleben es eben. Ja. Deswegen, ich lebe in Deutschland. Ich kann dieses Land auch lieben. Ja. Ist ja überhaupt nicht verboten. Ja. Nur bin ich, ja, und da sind wir wieder beim wichtigen Bin, ich bin kein Deutscher. Vergesst es, ja.
ich bin ganz viel Lichter. Ich meine, im Sprachgebrauch benutze ich das auch manchmal ein bisschen. Also wenn man diesen Podcast jetzt auseinanderpflücken wollte, könnte man das jederzeit. Ja? Da stecken viele Glaubenssätze drin, also scheinbar, muss man auch sagen, weil ich mich eben so ausdrücke. Ja? Und würde ich jetzt darauf achten müssen und nicht locker sprechen können, wird es schwierig werden. Ja? Aber immer wieder weise ich eben auf solche Sachen hin. Ja? Wenn ich so zum Beispiel sage, ganz flapsig, dass ich Gitarrist bin, ja? Dann weiß jeder, was gemeint ist, aber ich überhaupt nicht, also identifiziere mich nicht mit diesem Teilbereich der Musik, ja? Dass ich Gitarrist bin. Das habe ich vielleicht mal fälschlicherweise gemacht. Da war das zentrale Ding in meinem Leben, aber das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Ja? Aber ich sage das ab und zu noch so, ja. Und dann könnte man mir unterstellen, ja, siehst du, der macht das auch, ja. Es geht schon darum, mit was füllt ihr diese Worte? Ich habe ja gestern auch über Wörter und über die deutsche Sprache so ganz leicht ein bisschen gesprochen, ja. Und wenn man da anfängt, da kommt man vom X-ten ins Tausendste. Das ist einfach verrückt, dann kann man irgendwann gar nichts mehr sagen, ja. Auch mit dem Ver, ja, da war es wieder drin, das Verrückt, ja. Also, schwierig, auch Verstand, könnte man sagen, oh, ganz schlimmes Wort, ja, aber wir wissen ja, was gemeint ist. So schlimm ist das nicht, ja. Es kommt immer darauf an, in welcher Schwingung man das spricht, ja, mit welcher Absicht spricht man die Worte aus, auch über das Wort Person zum Beispiel, ja, Person, ganz schlimmes Wort, weil von Personal und, ja, Angestellter Deutschlands, also dieses Staates, bliblablub, also, ja, und dann dieses Sklaventhema und, ja, genau, und das ist auch alles richtig, ja, das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber nicht, wenn jemand das freundlich sagt und es auch so meint. Und wenn er den Worten eine bestimmte, freundliche, wohlgesonnene Energie gibt, dann muss kein noch so schlauer, spiritueller Korinthenkacker, sag ich jetzt mal, kommen und sagen, das darfst du aber nicht sagen, ja. Es geht wirklich darum, meint man das so, ja. Was bin ich? Bin ich Deutscher? Ich bin Deutscher. Dann ist es nicht gut. Ja? Aber wenn ihr das wirklich in dem Fall so meint, dass ihr diese Inkarnation annehmt und dieses Land liebt, ja, und dann sagt ihr, ich bin Deutscher, dann könnt ihr das machen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Es geht wirklich darum, identifiziere ich mich wirklich damit, dann wird es schwierig, weil wir was ganz anderes sind. Ja? Und das wird eben in dem Text auch wunderbar ausgedrückt. Und eine Kleinigkeit kam rein, die fand ich sehr schön. Und zwar dieser Satz: Der menschliche Körper ist das Gefährt für deine Seele auf dieser Erde. Das haben wir schon oft gehört. Ja? Das hört sich total richtig an und super. Und jetzt pass auf, jetzt kommt's. Und doch lebt nicht die Seele im Körper, sondern es ist der Körper, der in der Seele existiert. Wow, ja. Das trifft schon viel mehr den Punkt, um den es geht. Und das trifft auch auf alle anderen Sachen zu. Ja? Nehmt mal den Körper stellvertretend raus. Ja? Dann stellt ihr fest, ja, ich bin zwar in diesem Land geboren, ja, aber ich bin halt eben kein Deutscher. Und das gilt für jede Erfahrung. Wir sollten tunlichst vermeiden, uns wirklich mit unseren Erfahrungen zu identifizieren. Und da kommen wir auf den Punkt, wenn ich das verstehe, dass ich im letzten Leben vielleicht Inder war, ja, oder wo auch immer ich gelebt habe, ja, ich sag's oft, ich sag oft Indien, weil es da so viele gibt, ja, ich könnte auch Chinese gewesen sein, oder vielleicht auch Isländer, ja, weil es da so wenige gibt, um es mal gesagt zu haben, ja. Aber es ist dann ja logisch, dass wir nicht anfangen sollten, in dem Leben uns von Indern abzugrenzen, ja, völliger Quatsch. Das ist total unangebracht. Da versteht man das, dass man wirklich eine Menschheitsfamilie ist. Und bloß weil derjenige, den wir vielleicht jetzt ablehnen, weil er auch aus finanziellen Nöten zu uns kommt, in dem Leben eben diese Rolle spielt, ja, und vielleicht im letzten Leben war der Deutscher, ja. Versteht ihr, was ich meine? Und dann versuchen wir aber ständig, uns abzugrenzen und zu trennen. Wenn ich von uns spreche, ja, dann wisst ihr, was ich meine. Es geht halt so um eine allgemeine Tendenz, um grundsätzlich so ein bisschen das Problem des Menschen, dass er sich was genau anschaut und dann aber ganz gerne in diese Ablehnung geht, ja. Also man lernt einen Menschen kennen, findet ihn erstmal toll und hat bestimmte Vorstellungen, ja, wie der bestimmt ist,
Und dann stellt man fest, oh, da ist sie ja anders als ich, ja? Und dann ist es schon so wie so ein Ausrufezeichen bei bestimmten Themen. Und man akzeptiert nicht wirklich, dass sich jemand von uns und unserer Meinung und unseren Vorstellungen, dass sich jemand davon sehr unterscheidet, obwohl wir ja gedacht haben, ja, wir wären uns so ähnlich, ja? Wir sind alle eins, aber wir sind nicht alle gleich, ja? Das ist sehr wichtig zu verstehen, ja? Und es wird auch keine spirituelle Gleichschaltung geben, ja? Es wurde schon oft in Texten erwähnt, dass es zum Beispiel Religionen noch geben wird, ja? Ich habe zum Beispiel nicht das Bedürfnis, irgendeiner Religion noch beizutreten, ja? Oder einer bestimmten Glaubensrichtung. Ich lebe meine eigene Spiritualität, ja? Aber wenn sich Religionen wandeln und sich der neuen Zeit anpassen, ja, dann warum nicht, ja? Also, kann ich ja nicht hergehen und sagen, ja, ihr seid aber auf alles reingefallen, ja? Es geht ja um das Hier und Jetzt und um Spiritualität zu leben und sie auch in das eigene Leben zu integrieren und nicht darum, wieder, ja, spiritueller Korinthenkacker zu sein und zu sagen, ja, aber ihr wisst ja, dass das Buch, ja, und ja, ganz, ganz viel Manipulation und so weiter und so fort, dass die Römer euch und, ja, ihr wisst ja, ja, worum es geht. Und darum geht es aber nicht, sondern in dem Fall wird es dann darum gehen, was machen die Menschen ab der Wahrheit daraus, ja? Mit der Wahrheit müssen sie sich schon auseinandersetzen. Also das erwarte ich schon, ja? Dass man da nicht einfach die alten Bücher und die alten Lügen fortführt und es nur anders lebt, sondern das erwarte ich schon, dass man versteht und dann sich auch wirklich entscheiden kann, ob man das weiterlebt aufgrund von den echten Informationen diesbezüglich der Entwicklung dieser Religion gibt. Ja. Das ist aber nur ein Beispiel. Ja. Man kann ja in jedes Beispiel sehr tief reingehen. Was ich aber eben wirklich herausragend finde, um nochmal auf diese 0 bis 7 Jahre zurückzukommen, dass ich mich wirklich an so wahnsinnig wenig erinnere. Ja. Also es mag ein paar Schlüsselerlebnisse geben, aber darüber hinaus alles weg. Ja. Also an den Kindergarten, ich kann mich an eine Stelle erinnern, ist ja fast wie ein Film eigentlich, gell? Wenn ich dann sage, ich eine Stelle weiß ich noch von dem Film. Da wollte die Kindergärtnerin, dass wir einschlafen, ja? Und wir mussten dann in dem Raum so ganz ruhig liegen und das war komisch, ja? Das mussten wir sicher ganz häufig, aber an einmal erinnere ich mich. Das hatte aber auch keine großen Bedeutung, da ist nichts Schlimmes passiert, ja? Also ich glaube, dass da nichts Schlimmes passiert ist, ja? Das weiß ich nicht. Es war ja auch mal so, ich habe eine Familienaufstellung gehabt, das habe ich euch mal erzählt, und da ging es auch darum, warum ich meine männliche Energie nicht so lebe, ja? Warum ich die nicht so annehmen kann. Und dann sind wir auch draufgekommen in der Familienaufstellung, die, ich habe euch schon mal davon erzählt, also nur weil ich mich nicht so gefühlt habe, wenn ich aufgestellt worden bin, bedeutet es ja nichts, dass da nichts Sinnvolles rausgekommen ist, auch bei mir. Und meine Mama ist ja Flüchtlingskind, die ist damals sogar getrennt worden von ihrer Mama und die war dann relativ lange in einem Flüchtlingslager alleine und zwar sehr jung. Und bei der Familienausstellung ist herausgekommen, dass sie sehr viel Angst vor Männern gehabt hat und das war auch berechtigt, ja. Und dass da schlimme Sachen vorgefallen sind. Und ich habe sie auch danach mal darauf angesprochen, ob sie sich daran noch erinnern kann. Und sie weiß, nur vor einem blonden Mann hat sie sehr Angst gehabt. Ja? Aber sie sagt, da wäre nichts passiert. Das halte ich aber nach der Familienaufstellung für relativ ausgeschlossen, dass da nichts passiert ist. Sondern ich glaube, sie hat das wirklich vergessen und verdrängt und weiß das nicht mehr, dass vielleicht doch was passiert ist. Und unser Thema war dann, sie wollte eigentlich keinen Jungen haben, weil sie keinen Mann, keinen Jungen wirklich von Herzen lieben kann. Ja? Und das ist ihr Thema in dem Leben, dass sie eben mit der männlichen Energie große Probleme hat, weil eben gerade damals so schlimme Dinge geschehen sind mit ihr und vielleicht auch um sie herum. Vielleicht hat sie einfach auch erlebt, was anderen Frauen angetan worden ist. Das muss ja gar nicht unbedingt sie selbst gewesen sein. Ja? Ja, jetzt beim Korrigieren und beim Schnitt habe ich nochmal gemerkt, ja, und ich war ja auch blond. Ja? Mein Papa war ja schon so grau und wir haben auch im Laufe der Zeit immer dunklere Haare bekommen, aber ich war einfach ganz lange wirklich sehr blond.
Ja. Sehr hellblond sogar, ja. So goldenblond hat es mal ein Mädchen aus meiner Schule genannt. Also, ja, sah ganz schick aus. Hat ja dann früh angefangen bei mir auch, dass ich grau wurde, schon mit Ende 20. Schon Mitte 20 hat es eigentlich schon angefangen. Ganz spannend, bei meinem Papa auch. Und insofern, also blond und Mann, daran konnte sie sich noch erinnern, obwohl das eben so lang her war und garantiert in diesen 0 bis 7 Jahren, genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist klar, weil mein Papa einiges älter ist als meine Mama und der ist mit 8 geflohen. Ja? Also war meine Mama auf jeden Fall jünger und genau in diesem Alter, als sie dann eben aus Deutschland raus mussten, um zu überleben. Was ja per se schon eine ganz schlimme Erfahrung ist. Aber was dann die Menschen daraus gemacht haben, und übrigens, ja, ganz witzig, ja, von wegen Deutschland und so, ja, die Flüchtlinge wurden damals mega angefeindet von allen, die nicht fliehen mussten. Ja. Die sind eben aus, ja, Königsberg oder mein Vater eben aus Ostpreußen und aus Schlesien sind die geflohen nach Westdeutschland und hier wurden sie überhaupt nicht gerne gesehen. Ja. Das waren dann wirklich so die schlechten Leute von drüben, ja. Vielleicht auch die, die den Krieg verloren haben oder was auch immer da für idiotische Gedanken dann den Menschen durch den Kopf gingen. Aber ja, wo waren da die Patrioten? Ja? Aber kein Vorwurf an Patrioten. So sind Menschen eben. Sie versuchen, Unterschiede zu erkennen und stürzen sich dann auf diese Unterschiede, ja? Und lehnen die dann ab. Und wenn wir darüber nicht hinauswachsen, dann wird es nicht aufhören mit unseren Problemen auf der Welt. Ja? Und wir im erwachten Kollektiv müssen uns unserer Kleinigkeiten mehr bewusst werden, weil wir alles noch mit einer größeren Macht, mit einer größeren Power ins kollektive Feld geben. Weil die anderen merken, dass bei uns mehr Licht ist, mehr Wahrheit, mehr Information. Auch im kollektiven Feld ist es nicht nur ein kleines Mosaiksteinchen, ja, sondern es ist riesengroß, was wir in dieses Feld bringen und hat eine viel größere Bedeutung. Das merkt auch jeder. Und deswegen müssen wir da am Ball bleiben. Ja? Und deswegen sind die Podcasts auch wichtig, was diese Dinge angeht. Ja? Weil wir uns nochmal, auch wenn das für euch zum Teil natürlich ein alter Hut ist, noch einmal Dinge bewusst machen. Wie momentan ja, unser Zusammenleben funktioniert leider noch. Und was wir ändern dürfen und wo wir vielleicht nochmal ein bisschen aufmerksamer sein können. Ich krieg gerade so ein Bild rein, ja. Stellt euch vor, es gibt eine Menschenmenge und alles ist durcheinander und alle sind ja ein bisschen chaotisch unterwegs und benehmen sich vielleicht auch manchmal nicht richtig. Und dann kommt aber ein Mensch auf den Platz, so wie ich das gerade sehe, den sie alle lieben. Und der ist ganz anders. Der ist höflich und zuvorkommend, begrüßt alle und weiß sich zu benehmen. Und auf einmal merken alle, was sie falsch machen. Merken alle, ja, ich möchte so sein wie der, ja. Also, der wird so stark wahrgenommen als Präsenz und als Vorbild, dass sie vielleicht sogar anfangen, sich zu schämen für das, was sie gerade eben noch gemacht haben, ja. Ich sag's mal so, spucken auf dem Platz oder lassen ihren Müll rumliegen, ja. Und dann kommt der und räumt zum Beispiel nur als Geste, ja, nimmt er zum Beispiel Müll und schmeißt ihn in die Abfalltonne. Und das ist so eine große Geste, weil die diesen Menschen so lieben, ja. Und genau das passiert im menschlichen kollektiven Feld. Nicht bewusst, ja. Ihr werdet nicht bewusst wahrgenommen auf der Straße und dann sagen sie, oh, da ist das große Licht, der Leuchtturm, endlich ist er wieder da. Aber in Wirklichkeit schon. In der echten Realität. In dem, was wir nicht sehen, ja. Wir sehen ja und erleben nur 1% von dem, was wirklich geschieht. Und die 99%, da seid ihr eben einer dieser Menschen, weil ihr erwacht seid, weil ihr euer Licht zeigt, den die anderen erkennen als so ein Vorbild. Und dennoch müssen wir unsere Erwartungen anpassen. Wir dürfen weder an uns die allerhöchsten und auch unrealistischen Erwartungen haben, noch dürfen wir uns unterfordern. Das war auch letztens erst in einem Text, wo es darum ging, wir dürfen uns nicht überfordern und auch nicht unterfordern. Und es gilt aber auch für die anderen Menschen. Auch die dürfen wir nicht überfordern und unterfordern. Und wir müssen erkennen, dass jeder Mensch sich sein Leben ganz genau ausgesucht hat. Und wenn wir das akzeptieren, dann verstehen wir auch, dass nicht jeder den Weg
unserer Spiritualität geht, der in gewisser Weise jetzt auch sehr extrem ist. Da kann man mal wieder ja, den Pathfinder, also denjenigen, der den Weg findet, ins Gedächtnis rufen, der mit der Machete wirklich durch den Urwald marschiert, wo die anderen Menschen sagen, wo geht denn der lang? Da gibt's doch gar keinen Weg. Spinnt denn der? Ja, das machen wir. Das ist extrem. Das dürfen wir aber nicht von allen erwarten. Und manche tun das. Ja. Die sind dem erwachten Kollektiv böse und bezeichnen sie noch netterweise als Schlafschafe. Aber in Wirklichkeit ist da ja eine ganz andere Energie dahinter. Ja. Und auch da ja, erinnere ich an den Anfang des Podcasts hier. Man kann halt eben Schlafschaf sagen oder man kann halt, ja, genau. Ich sag's jetzt nicht, ich will diese Energie nicht reinbringen, aber man kann es halt eben mit einer anderen Energie versehen und dann ist es sehr abfällig gemeint, ja? Und wie doof die Menschen wären, ja? Da steckt ja dahinter, ja, dumm, ihr seid so dumm, weil es nicht checkt, weil er die Wahrheit nicht erkennt und so weiter und so fort, ja. Das ist nichts, was einem Leuchtturm zusteht, ja. Also aus dieser Energie sollte man schleunigst versuchen herauszukommen, weil wenn dann, wir kommen mal wieder auf den Platz zurück, ja, wo dieser geliebte Mensch ist, wenn man erkennt, dass der einen nicht mag, dann geschieht auch was mit den Menschen. Ja? Also sollte man vorsichtig sein und das Göttliche in jedem Lebewesen erkennen. Ich sage jetzt extra nicht jedem Menschen, ihr wisst ja, worum es geht. Und wenn man das kann, dann hat man ganz viel bewältigt. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute mal wieder. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, Servus, liebe Grüße.